Heute habe ich mir gedacht, ich gehe noch ein bisschen laufen mit den Rollerskates hier und lade Herrn Dr. Gindel und die Staatsanwältin bzw. diese Richterin und so weiter, die mich unbedingt entmündigt sehen wollte, einmal ein zu einer Grundsatzdiskussion. Was, also wie Sie sich das vorstellen und ich, wenn ich mir erlauben darf, wir als Österreicher, also ich sage ich und wir, das Kollektiv für mich, also wie wir das immer glaubten, weil es ist alles eigentlich in Händen, uns wurde alles weggenommen und jedes Kind queruliert und verdient oder sonst irgendwie vertauscht, Besuchsrecht und alles verdient und jede Jugendliebe zerstört und wir haben alle 30 Jahre keinen Fuck. Und jetzt frage ich einmal, ob du dich da ein bisschen anschließt mit dem, was ich und Professor Dr. Ludwig Adamovic also irgendwo fast ähnlich betrachten. Und ich will einfach sagen, ich schlage vor ein paar Gedanken und der andere versucht dann halt, das zu verbessern. Also wir haben gesagt, in den ersten zwei Jahren des Bestehens der Republik Österreich hatte man ja keinen eigenen Staatspräsidenten. Die typischen Aufgaben eines solchen wurden von anderen Organen, also sagen wir mitbesorgt. Bei den Diskussionen über die neue Bundesverfassung spielte die deutsche Weimarer Verfassung, also von 1919, eine beträchtliche Rolle. Also sehr beträchtlich, verstehst? Die dem Reichspräsidenten eine sehr starke Stellung gab damals. Schließlich einigt man sich auf einen Kompromiss und schuf die Institution Bundespräsidenten als des Bundespräsidenten. Verstehst? Reichspräsident zum Bundespräsidenten, der Kompromiss. Der mit ziemlich bescheidenen Kompetenzen ausgestattet war, die in erster Linie repräsentativer Natur waren. Also vor allem stand dem Bundespräsidenten nicht die Ernennung des Bundeskanzlers und der anderen Mitglieder der Bundesregierung zu. Vielmehr wurde die Bundesregierung vom Nationalrat auf der Grundlage eines Vorschlages des Hauptausschusses gewählt. Also das war so. Ich glaube, wenn Herr Adamovic da mir recht gibt, wenn er das selbst so fast ähnlich formuliert, dann braucht man ja dann bei diesem Sachverhalt aber nicht länger kleben bleiben. Da kann man sagen, im Laufe der 20 Jahre des vorigen Jahrhunderts gewannen antiparlamentarische Kräfte in Europa und auch in Österreich sehr stark an Boden. Hier vertreten vor allem durch die Heimwehrbewegung. Die damals amtierenden, durchwegs bürgerlichen Regierungen gerieten immer mehr unter Druck. Verstehst? Also die Stände, verstehst? Unter Druck geraten. Das heißt, eine Verfassungsänderung zulasten des Parlaments zu initiieren. Dies geschah Ende 1929 in Form des Entwurfs der Novelle zur Bundesverfassung, die die Position des Bundespräsidenten vor allem in Beziehung zum Parlament stärken, verstehst? Stärken sollte. Das heißt, das Parlament und der Bundespräsident, wer soll gestärkt werden? Der Bundespräsident. Verstehst? Ich will nicht sagen, der Kaiser. Dieser Entwurf bedurfte aber wegen der notwendigen Zweidrittelmehrheit, verstehst? Der Zustimmung der Sozialdemokratischen Partei. Diese kam schließlich auch zustande, aber um den Preis ganz wesentlicher Änderungen. Dazu gehört insbesondere auch die grundsätzliche Bindung des Bundespräsidenten an Vorschläge der Bundesregierung und der zuständigen Bundesminister. Durchgesetzt wurde die Volkswahl des Bundespräsidenten, die Ernennung des Bundeskanzlers und auf seinen Vorschlag der Mitglieder der Bundesregierung durch den Bundespräsidenten das Notverordnungsrecht
das Recht zur Auflösung des Nationalrates sowie einige weitere zusätzliche Kompetenzen. Verstehst? Also, das wurde eingeräumt. Jetzt super, servus. Hallo. Der hupt mich wieder an. Jetzt kann ich sagen, wenn ich hier so fahre, verstehst? Es ist irgendwie lustig. Der Schatten, verstehst? Der Schatten und die Tankstellen, die Infrastruktur, die Spielhöllen, die Stände. Gibt es sie noch? Oder die Infrastruktur, die Kinder, die Bordelle, die Spielhöllen, alles, was von Sonnenstudio ist, was ich, in wessen Hände ist das jetzt, verstehst? Also de facto, verstehst? Und was hat ein Steirer gehabt? Hat er die letzten 30 Jahre eine Geschlechtsbeziehung ohne zu zahlen? Oder hat er ein einziges Kind? Und was nützt das Recht des Bundespräsidenten? Also was nützt es de facto uns in dieser Situation? Und wie ist das alles gekommen, verstehst? Kann man sagen, dieser Entwurf bedurfte wegen der notwendigen Zweidrittelmehrheit der Zustimmung der Sozialdemokratischen Partei und die Volkswahl wurde zunächst durch Sonderbestimmungen suspendiert. Der erste vom Bundesvolk gewählte Bundespräsident war ja damals Herr Theodor, Dr. Theodor Körner sozusagen. Verstehst? Und das war 1951, glaube ich. Der Bundespräsident ist zum Unterschied vor allem von den Richtern ein direkt demokratisch legitimiertes politisches Organ. Also seine Funktion wird in Teilen der Öffentlichkeit immer wieder als die eines Ersatzkaisers gesehen, der geheiligt und unverletzlich über den politischen Niederungen schwebt. Verstehst? Der Ersatzkaiser, der über den Niederungen schwebt, wie die Gottheit, verstehst? Also so wie die Erzengel und Emmanuel, also Jesus Christus und Allah, über den Erdball regiert, so ist es auch der Ersatzkaiser. Das heißt, eine sachgerechte Betrachtung der Bundesverfassung gibt dem gegenüber ein differenziertes Bild. Der Bundespräsident muss sich um Objektivität und Unparteilichkeit überall dort bemühen, wo seine Aufgabe von Verfassung und Recht eindeutig vorgezeichnet sind. In politischen Konfliktsituationen aber kann und muss der Bundespräsident so handeln, wie Gewissen und Überzeugung es ihm vorgeben. Schaut, der fährt ohne Licht, jeder fährt dann ohne Licht, ohne rechtes Licht, ohne Rücklicht oder sonst was. Er kann hier durchaus seine eigene persönliche Meinung haben. Das dabei auch realpolitische Überlegungen eine Rolle spielen, wie etwa die Bedachtnahme auf die Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat, muss ja nicht eigens betont werden. Also das kann man einräumen wieder. Das heißt, realpolitische Einflussnahme. Und da komme ich dann wieder zurück. Ich mache dann einen Schnitt jetzt einmal.